Heute habe ich einen richtig coolen Party-Snack für euch, und zwar einen würzigen Nacho-Auflauf. Der ist richtig schnell gemacht und schmeckt zudem noch super, super lecker, also wirklich perfekt für einen gelungenen Kinoabend. Obendrauf kommt nämlich eine total würzige Hackfleischsoße und das Ganze wird zum Schluss noch mit Käse überbacken. Da läuft mir beim Anblick einfach schon das Wasser im Mund zusammen. Und hier kommen wir auch schon direkt zu den Zutaten. Wir benötigen einmal Nachos, also Tortilla-Chips, sowie etwas Hackfleisch, eine klein gehackte Zwiebel, die ist bei mir etwas grober, sowie ein paar Chilis, Kidneybohnen, geriebenen Gouda-Käse, Tomatenmark, etwas Wasser für die Konsistenz und gewürzt wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Currypulver. Los geht's auch schon mit der Zubereitung. Und zwar wird zunächst das Hackfleisch richtig schön gar gebraten und danach kommen die kleingeschnittene Zwiebel als auch die kleingeschnittene Chilischote mit hinein. Wenn ihr es nicht ganz so scharf mögt, könnt ihr die Chili natürlich auch weglassen. Sobald die Zwiebel schön glasig gedünstet ist, gebe ich die Gewürze hinein und zu guter Letzt dann auch das Tomatenmark. Und auch das lasse ich noch für ca. 1-2 Minuten anbraten. Je nach Wunschkonsistenz könnt ihr selber entscheiden, wie viel Wasser ihr hinzufügt. Bei mir sollte es nicht ganz so flüssig sein, aber auch nicht allzu fest. Das waren so etwa 100 bis 150 Milliliter Wasser. Ich habe das Ganze am Ende nochmal kurz einkochen lassen. Die Hackfleischsoße ist wirklich in 0, nicht zubereitet. Falls ihr aber die Zeit dennoch nicht habt, am Abend noch was vorzubereiten, könnt ihr die Hackfleischsoße auch einfach am Vortag zubereiten, am nächsten Tag nur noch kurz aufkochen und dann über die Nachos geben. So spart ihr natürlich noch mehr Zeit. Zum Schluss kommen dann nur noch die Kidneybohnen hinzu und die Hackfleischsoße ist somit fertig. Danach gebe ich nur noch meine Nachos in eine geeignete Auflaufform, die sollte auf jeden Fall backfest sein. Verteile diese darauf. Darüber verteile ich dann nur noch die Hackfleischsoße und etwas geriebenen Gouda-Käse. Der Auflauf wandert dann in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad, so etwa für 5 bis 6 Minuten, also nicht zu lange, damit der Käse noch schön weich bleibt. Und dann sollte man es auch direkt im Anschluss servieren. Für die Deko gebe ich noch ein paar Chilis darüber, genauso gut könnt ihr auch kleingeschnittene Tomaten darüber verteilen. Und so kann man den Auflauf dann auch schon direkt im Anschluss genießen, auf jeden Fall nicht allzu lange warten, damit der Käse nicht wieder fest wird. Und damit steht einem perfekten Kinoabend doch nichts mehr im Weg. Genauso gut eignet sich der Auflauf aber auch als Partysnack für einen Silvesterabend oder Geburtstag. Also probiert es unbedingt mal aus. Wir fanden es super, super lecker und auch total abwechslungsreich. Weitere schnelle Partysnacks habe ich euch hier am Ende des Videos nochmal rausgesucht. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss!